Seit Jahrzehnten schon lässt das SPÖ-System die Umgebung der Linie U6 völlig verwahrlosen. Es ist im Endeffekt ein immer mehr Unwohlsein, wenn man hier auf die Straße am Abend rausgeht und so weiter. Wenn die Einfahrten verdreckt sind, der Gehsteig beschmiert ist, die Häuser angespritzt sind und so. Das gab es in meiner Jugend zumindest nicht. Als besonderer Brennpunkt von Alkohol- und Drogensucht gilt hier die U-Bahn-Station Josef-Städter-Straße. Landesparteiobmann und Stadtrat Karl Marer macht sich selbst ein Bild vor Ort. Da gibt es Alkoholexzesse, da gibt es Raufhändel, da montieren Alkoholabhängige hier die Spitzen vom Zaun ab und verwenden sie als Waffen beim Raufhandel. Und das, was wir dann sehen, ist der Einsatz von Polizei und Rettung. Und das jeden Tag. Mieter ziehen aus, Menschen fürchten sich und das ist unerträglich. In den vergangenen Jahren ist es hier leider bergab gegangen und dieser Zustand hält jetzt schon lange an. Es gibt vor Ort im Bereich der U6 Josef-Städter Straße jede Menge Alkoholmissbrauch, Drogenmissbrauch, es wird gedealt, es gibt Belästigungen von Passantinnen und Passanten. Es ist eigentlich eine Unsicherheitszone geworden, man fühlt sich hier nicht mehr wohl. Und dieser Zustand dauert leider jetzt schon Jahre und wir versuchen, da etwas zu ändern. Eine verzweifelte Anwohnerin schildert Karl Marer die Situation, möchte aber aus Angst unerkannt bleiben. Da kann man Gespräche echte führen. Ja, so die Drogensüchtigen, warum magst du das und so, was der Frage ja, halt so ja. Und du hast dein Leben weg und na ja, hast du recht und ich werde es sehen und am nächsten Tag siehst du dann wieder, egal. Sehen Sie eigentlich Sozialarbeiter da, also die solche Gespräche, wie Sie es führen, mit den Leuten führen? Ich sehe die von Sam, die was das... Sam, ja. Die, aber die teilen ja, glaube ich, nur... Mundschutzmasken aus Desinfektionsmitteln. Lösungsansätze gibt es umfangreiche. Das eine ist einmal der verstärkte Einsatz von Sozialarbeitern. Mir wird erzählt, dass es etwa eine Stunde lang Sozialarbeiter hier am Platz gibt und die teilen FFP2-Masken aus. Das ist gut, aber das ist ja nicht ausreichend. Wo wird den Menschen hier eine Lösungsmöglichkeit angeboten? Wo werden Lösungsmöglichkeiten angeboten, die auch in die Richtung der Betreuung der Menschen geht? In Wahrheit sehe ich nichts anderes, als dass man dieses Problem hier verwaltet. Trinkgelage vor der Station und das alles unter katastrophalen hygienischen Umständen. Und dazu kommt auch, dass es hier früher einen Stationswart gegeben hat. Der hat sich aber aus seinem Kammerl dem Vernehmen nach nicht mehr rausgetraut und wurde deswegen gleich abgezogen. Das heißt, man gibt die Station immer mehr auf. Statt in die Sicherheit zu investieren, ziehen sich die Wiener Linien zurück, schaffen den Stationswart ab, sperren das WC zu, lösen keine Probleme, sondern ignorieren sie. Unsere Hauseinfahrt ist regelmäßig ein Mülleimer oder eine Fäkalabladestation. Ich meine, ich kann es mittlerweile schon mit dem Schlauch und mit dem Putzmittel, die Fäkalien der Hunde und der anderen Zweibeiner zu entfernen, aber das ist ja nicht. Die Sicherheitskräfte arbeiten auf Hochtouren, aber ohne neue Regeln wahrscheinlich ein aussichtsloser Kampf. Wenn man hier sieht, dass den ganzen Tag sich einige Dutzend bis 100 Menschen niedertrinken, dann immer auch aggressiver werden, einige davon, dann merkt man einfach, dass der Alkohol hier ein großes Problem ist. Das zweite Problem sind natürlich die Drogen. Es wird nach wie vor hier konsumiert, es wird gedealt mit Drogen. In der Umgebung, in den Hauseingängen gibt es Verschmutzung. Und natürlich auch für die Hausbewohnerinnen und Bewohner ein Riesenproblem. Wie kann man diese traditionelle U-Bahn-Station noch retten? Lösungsmöglichkeiten gibt es viele, unter anderem polizeiliche Lösungsmöglichkeiten, die Einrichtung einer Schutzzone, wie es jetzt am Keplerplatz auch eingerichtet worden ist, das Verhängen eines Alkoholverbots, die Einrichtung einer Videoüberwachung, das sind alles Möglichkeiten, von denen ich auch fordere, dass sie die Polizei jetzt prüft. Aber die Wurzel des Problems liegt viel tiefer. Die Wurzel des Problems ist das Versagen der Sozialpolitik hier in der Stadt Wien.